ここにメディウスが。なんだろうこの部屋、演劇の舞台。舞台ではなく祭壇よ。きっとここで暗黒竜を召喚する暗黒戯曲が行われたのね。暗黒戯曲の戯曲ってあなたたちの世界でいう演劇のことでしょう。だから儀式の祭壇も舞台のようになっているんじゃないかしら。なるほどね。でも舞台になっているなら好都合よ。私たちもここで光の戯曲をやれるわ。はい、光の戯曲。暗黒竜に対抗するにはそれしかない。脚本は英雄たちの力が教えてくれる。そうね。登場する騎士や呪術師、剣士たちの役は私たちでこなせるでしょう。肝心なマルス役だけど。俺がやってもいいのか。どういう意味だ。俺は最後の試練を超えてない。ガーネフに邪魔されたせいで器として認められていない。そんな俺がマルス役を。マルスは光の戯曲の中心ならば、その役にふさわしいのはお前しかいない。え？俺はこのフォルトナの一員となり、はっきりと感じた。今のフォルトナは青い樹を中心に出来上がっている。俺が？けど俺が主役なんて、俺にそんな資格があるとは。資格など必要ない。大昔の英雄も気にするな。お前は俺たちが選んだ英雄だ。私もそう思う。マルス役は樹君しかいないよ。樹君は私がアイドル始めた時もミラージュたちと戦っていく中でも、うん、子供の頃からずっと私を支えてくれた。私にとって樹君がヒーローだから。翼。俺も翼ちゃんと同意見だ。俺たちの中心マルス役はお前がふさわしいよ。お前はずっと一番前で俺たちを引っ張ってきたし、お前のおかげでその俺もちょっと変われたしな。トーマ、私もマルス役はあなたしかいないと思うわ。イツキ、自信を持ちなさい。あなたは私たちのフォルトナの中心よ。キリアさん、せいぜい私に主役を食われないよう全力で演じることね。私もイツキさんが主役がいいと思います。私、主役の人に仕える騎士役ですから、イツキさんに仕えたいです。反対意見はなさそうね。イツキ、いいかしら。みんな。もう、迷いはない。マルス役は俺がやるよ。みんなの期待を裏切らないように全力を尽くす。決まりね。では始めましょう、光の戯曲を。暗黒の翼持ちし竜メディウス、彼の地に降り立つ。メディウスを打ち倒さんと、一人の若者、絶望の大地に真剣持ちて立ち上がる。その者、この英雄と称され。平和の時、99年続き、100年の後、暗黒竜は復活す。暗黒竜に心酔せし者、人の魔王となり、世
世界に混乱をもたらさん。世界の危機に英雄の子孫真剣を持ち出軍す。かの者に青き髪を持ち聡明な子供あり、名をマルス。これは地面が揺れて。イツキ、こんなところでくたばってんじゃねえ。今までお前が俺たちを引っ張ってきたんだろうが、立てよ、立ってくれよイツキ。青いイツキ、お前は俺が認めた男なんだぞ。お前がいなくなっては。起きなさいイツキ。今ここにいる私たちはみんなあなたの元に集まっているのよ。ここであなたが倒れたら全てが終わってしまう。何やってんのよイツキ。ほら起きなさいよ。寝てる場合じゃないでしょ。結局やって暗黒竜倒して世界救って、あなたがいないとハリウッド的展開にならないのに。イツキさん、私を今まで導いてくれたのは樹さんです。樹さんがいたから私は芸能人として自分のなすべきことを見つけられて、それなのにここまで頑張ってこれたのもみんな樹くんがいたからなのに。だからお願い、目を開けて。それにマイコさんとバリーさんもどうしてここに。光の戯曲は私たちみんなの絆が必要だから。絆の力か。今のお兄ちゃんたちならきっと光の戯曲ファイヤーエンブレムを成功させられる。
ああ、ファイアーエンブレム、再演しよう。So, ich durfte ein Weilchen still sein. Itsuki hat Divine Dragons Protection gelernt, okay. Tiki hat sich also in einen Drachen verwandelt. Ist Tiki Naga? Ha, okay. Das ist der finale Kampf, okay. Was kann Nagas Blessing? Nullifies Damage against the party from attacks for one round. Das heißt, das Ding wird irgendwas Böses haben, was ich erstmal abschätzen muss. Okay. Ja, Wormis halt wirft gegen den Drachen, das war zu erwarten. Okay, will ich erstmal die Kleinen raushauen? Wahrscheinlich, oder? Level 61 Medeus. Wahrscheinlich will ich mich erstmal durchbuffen. Beziehungsweise hier die Gegner abschwächen. Okay, das sind Debuffs. Mamori fängt das gut ab. Okay. Sie ist gesealed. Never mind. Shit. Okay. Das ist unpraktisch, dass sie jetzt ein Seal drauf hat. Aber passiert.
Ich hab's gerade entfernt. Komm schon. Jemine. Ich komme halt nicht wirklich durch gerade, das ist ein bisschen problematisch. So, ich muss das Angriff ansetzen, sonst wird das nichts. So, mal gucken, ob das funktioniert. Na klar, der wird nicht raufgehen jetzt, der jedes Mal so, aber das ist okay. Die große Frage ist halt wirklich nur, wann muss ich Nagas Blessing einsetzen? Ja, Eisblock, okay. Tail. Okay. Jetzt ist schon wieder gezielt. Oh, Mamori. Oh. Mamori ist gerade ein Zielopfer. Ach, was gehe ich zuerst hier? Ich würde echt gerne den Sorcerer erstmal rausnehmen. Trash Wars mag ich nicht. Die machen unnötig Probleme. Aber hat Medeus sogar nur 5 Angriffe? Das ist nicht viel. Das irritiert mich ein bisschen. Wenn ich ehrlich sein soll. Ich lasse sie gerade zielt. Flame Nebula. Okay, das hat ein bisschen weh, aber tat nicht so weh tatsächlich. Tail tut ihr aber weh. Könnte aber mehr weh tun eigentlich. Der Giant Fang von dem Ding ist halt richtig nervig, weil das. Okay, nicht klappt, sehr gut. So, erstmal wieder Defense buffen. Und hier kriege ich den Angriff raus. Ja, ich kann den Druiden, glaube ich, rausnehmen. Ich hoffe, es reicht zum Rausnehmen. Okay, damit geht der Druide auf jeden Fall drauf jetzt. Das passt so gar nicht. Holy shit. Ich hoffe nur, dass nicht so schnell Reinforcements kommen. Dann habe ich ein Problem. So, jetzt können wir auch ein bisschen Schaden auf den hier machen. Ja, der darf ruhig tanken. Das ist ein Endboss. Der darf tanken. Feuer ist Dwayne. Konnte aber gerade durch wegen der Session. Eis. Eis ist eine sehr gute Information tatsächlich. Das ist eine kurze Session. Wahrscheinlich wegen dem Feuer, Dwayne. Ja. Hellfire. Nur 300? Ich burne. Das ist ein Status, den nur der machen kann. Dwayne kill damage every time you perform an action. Resistance to fire elements decreased. Okay. Nice. Ein Reinforcement.
muss halt eigentlich angreifen. Das heilen über den anderen beiden. Ich hau Wurm ist halt auf ihn drauf. 800 Schaden. Aber da kam keine Session durch gerade. Das ist uncool. So, und du machst ein Marking mal. Ich spiele, glaube ich, ein bisschen zu passiv noch. Den Kampf hier. Jetzt verbrennt sie nicht. Fuck, sie brennt. Aber Tsubasa kann vorher Amrita machen. Vermisshalt. Einfach Vermisshalt. Ich kann noch ein paar SPs gleich mal einsetzen, merke ich gerade so. Sind ja nicht ohne Grund da, glaube ich. Sind, glaube ich, da, um eingesetzt zu werden, habe ich immer sagen lassen wollen. Ah, der Schaden davon ist halt schon ziemlich heftig, ne? Warum kommt da keine Session durch, wenn der schwach ist? Interessant. Ich muss mir das, glaube ich, nochmal wegnehmen. Das Brennen. Oh Gott, nicht, dass jetzt stirbt hier. Flame Nebula ist gar nicht so tragisch. Das ist doch tragisch, okay, weil Mamori fucking Feuer ist. Ja, okay, soviel dazu. Reinforcements. Okay. Wir haben im Grunde alle Skills von Medeus gesehen. Von dem, was ich hier weiß, jedenfalls. Ich muss die Reinforcements halt ausschalten. Die machen mir arge Probleme. Dass er auch so viele Feuerspells hat, ne? Ah, sie ist schon wieder gesealed. Oh je. So viel Marmori auch aushält, aber ich glaube, die taugt mir in dem Kampf hier gerade nichts. Die kann hier gerade echt nicht viel machen irgendwie. Ich vergesse schon wieder SPs einzusetzen, ne? Sie weiß halt immer noch nicht, wann Nagas Blessing am besten ist. Wahrscheinlich einfach immer wieder mal, um halt eben mal einen Zug ein bisschen Luft zu kriegen oder so. Weißt du was, wir haben doch Sachen, die Gruppen voll heilen, ne? Hier, die B-Chains. Ich nutze mal eine. Tail, okay, das ist nicht so schlimm. Tail ist auch weiterhin nicht schlimm. Ja, ich tausche Mamoru jetzt aus. Ist okay. Gegen Toma. Toma drained Feuer. Das ist super. Toma, Medeus kann Toma quasi nicht anhaben.
Concentrate. Aha. Das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut, okay. Aber zu Basas vorher dran. Mache ich einfach Strike a Pose einmal. Ja, mache ich. Ich mach's mal. Es gibt vielleicht sinnvollere Skills. Ich versuche immer rauszufinden, wie ich den Kampf angehen will. Ich muss offensiver rangehen. Ich weiß aber nicht genau, wie ich das machen will. Das ist mein Problem an der ganzen Geschichte. Ich muss halt irgendwie die scheiß Reinforcements loswerden. Aber wenn ich sie da lasse andererseits, dann stören sie, dann spawnt ja auch keine neue, ne? Das ist halt so die Sache. Sie hat doch schwach gegen Speere und mein Tsubasa ist als nächstes dran. Dann kann ich einmal die Defensive buffen. Dann kann Tsubasa nämlich einmal Amrita machen. Und einmal auf den Druiden drauf. Ich hätte echt noch farmen sollen, bis ich diesen einen Skill bekommen hätte, der alles debufft. So, die Frage ist halt jetzt, will ich jetzt eigentlich den Typen da leben lassen? Was hat der? Sandin Megiddo Concentrate. Wahrscheinlich nicht, ne? Er hat Nullify, das ist aber egal. Ich habe zwei Züge Zeit. Vielleicht soll ich den zweiten Zug nutzen für Amrita, damit der Burn von Itsuki weggeht. Ist, glaube ich, sinnvoller. Oh, 43 Stück davon, okay. So schnell gehen wir die nicht aus. Gott sei Dank. Autsch. Das tut weh. Hau mit Deus drauf. So. Irgendwann muss der Drache auch mal fallen. Und wer weiß, was der unter 50% auf einmal für komische Sachen macht. Ich will es gar nicht wissen, glaube ich. Das ist okay. War nicht ganz okay. Hab gelogen. Die Buffs halten noch. Ja, dann hau ich den Force Over jetzt raus, komm. Ich brauche Dreamcatcher, glaube ich, gerade. Auch wenn der andere wahrscheinlich mehr Schaden macht, aber ich brauche Dreamcatcher, ich brauche die Heilung gerade. Heilung kriegen, wo man kriegen kann. Okay. Jetzt kommt die Nebula wieder, aber unser Thoma macht die gar nichts. Doch. Das sollte aber nicht so sein. Eigentlich wäre ich Feuer. Kein Ziel. Sehr gut. Hau einfach Würmeszeit drauf. Einfach Würmeszeit drauf. Einfach Würmeszeit drauf. Das sind halt solide 1000 Schaden. もう一つお任せ!
So, jetzt unter der Hälfte. Ja, Mediarama. So, was mache ich hier? Walkwise? Nee, Walkwise noch drauf, okay. Dann gehe ich mit dir auf den Sorcerer. Ich muss nicht meinen Defensive-Buff erneuern. Das ist wieder eine Runde, wo ich nicht angreifen kann. Manu. Okay, Eis ist nullified. Das weiß ich nicht. Hellfire. Okay, jetzt brennt sie. Und da kam ein Schwänzchen. Ist ja nur zweimal angreifen kann, das erstaunt mich so ein bisschen. Ich hab wieder 2 SP. So, je nachdem, was der jetzt macht. Ist okay. Dann nehme ich den jetzt raus. Ich habe ihn unter der Hälfte. Das Problem, was ich auch gerade feststelle, ist, ich kann nicht gleichzeitig Nagas Blessing und Wurmis halt nutzen. Oh, nice Dodge. Jetzt wäre sie gestorben. Ich muss halt für den Angriff gehen, ne? Und dann mache ich Nagas Blessing, um es aufzuheilen. Ich nutze Nagas Blessing mal, diesen Zug. Dann bin ich jetzt einen Zug nämlich sicher. Nutze die Zeit, um aufzuheilen. Wieder so ein bisschen... Ein bisschen rein, ja, das ist super, und dann misst er mich auch. Okay. Muss ich da debuffen? Muss ich. So. Dann können wir uns wieder Medeus widmen. Ich hoffe, der macht jetzt nichts Böses in dem Zug. Falling Star, glaube ich, lieber. Es läuft noch ganz gut. Aber wer weiß, was der noch im Petto hat. Obwohl, laut Skill ist er der Alter alles rausgehauen. Also viel mehr darf ich eigentlich nicht erwarten. So, das ist im roten Bereich. Vielleicht kommt jetzt was Böses. Ich habe ja jetzt das Gefühl, dass es halt immer nicht alles sein kann. Das ist das Problem. Okay. So, da kann ich mit dem jetzt gerade nichts machen, leider.
Irgendein Item, was ich einsetzen kann? Ich hab doch hier noch solche Steinchen hier, ne? Hier ist Sukukaja, mal gucken. Vielleicht verfehlt er mich damit. Hoffen kann man ja. Nee, fehlt mich nicht. Natürlich nicht. Ah, da brennt er wieder. So, ich brauche einen neuen Defense Buff. Du machst Mediarama. Und du guckst mal, dass die Verbrennung weggeht von ihm. Spastus EP geht langsam leer, muss ich aufpassen. Die ganze Heilerei kostet halt einiges. Okay, okay. Time for Wormiside again. Schade, das hat echt zu viele von dem Skill. Das hat echt gut hingenommen zu haben. Ich hab den auch ziemlich hoch. Oh, gleich ist er tot. Geld nicht mehr lange. Okay, nice dodge. Und Giant Fang. Oh, das hier. Super. Ja, sie kann halt nicht viel machen. Heil noch mal ein bisschen. Und du. kannst nächsten Zug debuffen. Ne, nächsten Zug nicht debuffen. Nächsten Zug bist du erst nach dem dran. Debuff ich lieber jetzt. So, ich habe gehört, jetzt volle Kanüle auf den Drachen. Damit die Sache erledigt ist. Natürlich brauchen wir eine zweite Phase. Oh mein Gott. Okay. Okay, wir wurden geheilt. Er hat eine zweite Phase. Warum hat er eine zweite Phase jetzt? Ah, nein. Das kann man ja nicht antun. Okay. Meine EP geht langsam am Arsch. Guck du mal, dass du die EP von Tsubasa heilst, bitte. So. Okay, was kommt da jetzt? Jetzt bin ich echt gespannt. Mal gucken. Okay. Dark Breath. Offense, Defense, Hit and Evade. Oh, das ist ein kompletter Debuff. Ja, lecker. Lecker. Ach, guck mal, jetzt haben wir die Musik. Das ist die Oppo of Light.
So ein bisschen. So eine halbe Opfer vielleicht, sagen wir es mal so. Der wird wahrscheinlich keine Schwäche gegen Speer haben. Doch! Ja, das Speer schon. Das ist ziemlich nice gerade so von den Ausgehen, was ich gerade draußen habe. Aber wahrscheinlich werde ich trotzdem außerdem mit Würmeszeit drauf gehen wollen. Na, Feuer als Block, okay. Das heißt auch, solange nichts los ist, kann ich eigentlich so drauf gehen. Das ist nicht viel Schaden so, aber es ist ein bisschen. Der hat jetzt 6 Skills, die ich jetzt alle nicht kenne. Das gefällt mir nicht. Tail, okay. Tail kennen wir. Giant Fang kennen wir auch. Ziel doch immer noch. Okay. War fast zu erwarten. So. Amrita. Ich hoffe, dass Foma jetzt nicht stirbt. Charge ich lieber nochmal. Ich heile lieber. Masiodin. Ich finde es gerade übrigens interessant, dass weder Giant Fang noch Tail noch Masiodine bei dem Vieh hier stehen. Als Skills. Ich glaube, das Vieh hat zu groß alle Skills im Spiel. Was die Sachen nicht gerade einfacher macht. Es kann sein, dass er mich jetzt wieder debufft. Deine Lieber ist noch drauf, ne? Ja, die haben halten den Zug auch noch sehr gut. Eine Duel Art wäre gerade ziemlich praktisch mal. Ja, das Boxt ist okay. Okay, kommt das wieder? Dann kann ich ja leben. Mehr oder weniger. Energy Drain. Der hat meinen gesamten EP gedrained. Findest du das eigentlich okay, du Socke? Er drained meine ganze EP raus. Alter. Findest du das eigentlich okay, du Socke? Ich glaube, es hackt bei dem. Ganz ehrlich, der hat doch nicht Male. Der Skill steht auch nicht bei dem dran. Das macht mir echt Sorgen, dass die ganzen Skills nicht da dran stehen. Dies Irai. Der steht da. Oh oh, was ist das? Ja, okay, okay. Was kann das? Extra severe attack on all enemies. Das ist ein Skill, der mich one-shotten soll.
komplett. Die beiden haben in Diod und Itzkis ausgewichen. Ich muss dafür sorgen, dass der mich nicht trifft. Ach du Schande. Der darf mich niemals im Leben damit komplett treffen. Ich weiß halt nicht, wie oft ich mit diesem Skill jetzt rechnen muss. Ich muss Sache anders angehen. Moment. Ich muss Toma gegen Yashiro, glaube ich, austauschen. Hatte Yashiro Tsukukaja? Er hatte Tsukukaja. Ich muss dafür sorgen, dass er mich nicht trifft. Ich muss meine Ausweichchance hochsetzen und seine Genauigkeit runter. Sonst habe ich mal kurz oder lang ein Problem. Ist okay. Hält noch. Amrita. Kann Yashiro irgendwas gegen ihn ausrichten? Der hat eine Freeze-Schwäche. So wäre es nichts. Ja. Healen die Unconscious bringt mir nichts, weil alle leben. Ich hätte allgemeines Healing gebraucht. Aber nicht nur die, die tot sind. Alter, ich will diesen Kampf jetzt nicht verlieren, ne? Wenn ich ihn verliere, muss ich erst fast nochmal machen. Masandin, okay. Kann ich mir leben? Da mag man die Misses jetzt langsam. Ja, das wäre gesealed, okay. Ja, ich kann ohne Thomas jetzt nicht die Defensive von dem Ding nehmen. Das ist ein bisschen blöd. Ja, dann mache ich das lieber auf die Weise, dann ist es auch okay. So, ich kann einmal das healen. Und du heilst bitte mal kurz hoch. Oder muss ich laufen nächsten Zug aus? Okay, ja, nächsten Zug muss ich dann wieder debuffen. Okay. Dark Breath, aber jetzt debufft er mich. Na gut, ist okay, ist okay. Energy Drain nochmal. Ich habe leider keine Punkte mehr. Ah, warum immer auf Itzuki? Das ist ungünstig. Das ist richtig ungünstig, dass es auf ihn geht. Okay, da muss ich den Angriffsdebuff jetzt drauf lassen. Ich hätte gerne meine Defensive auch gehabt. Aber ich muss halt meine EP jetzt wiederholen. So, dich debuffe ich hiermit. Und hier holen wir Hit die Welt wieder rauf.
Oh shit. Okay, bitte treffe keinen. Bitte treffe keinen. Bitte, bitte, bitte. Okay, ich habe überlebt. Ich habe alles überlebt. Sehr gut. Er hat zwar zwei getroffen, aber ich habe es überlebt. Das ist das Wichtigste überhaupt. Heißt es, der macht das in 2 Züge Abstand? Das heißt, im nächsten Zug müsste ich eigentlich dann Nagas Blessing einsetzen. Moment, ich heile mich lieber. Ich heile mich lieber. Margaridyn, ja. Sieht cool aus. Und Tail, okay. Gut, alles gut. Das heißt, ich werde jetzt Nagas Blessing einsetzen. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht vertan damit. Ich war unaufmerksam ein bisschen in der Hinsicht. Aber wenn er jetzt natürlich DS Gira hier einsetzt, wäre es natürlich perfekt. Da macht mir der Shit nämlich gar nichts gerade. Muss noch nicht, okay. Ach, guck mal. Du fucking Wind. Du bist fucking fast alles außer Feuer, wow. Okay. Aber du hältst halt eine Menge aus. Ja, ich hab den Angriffsdebuff noch drauf, ich weiß. Aber der rennt jetzt aus. Okay, ist nur Margaridyn. Margaridyn. Aber er draint mich jetzt nicht, oder? Oh Gott sei Dank. Das ist ja fast wichtiger. Ist ja fast wichtiger, dass der mich nicht draint, ey. Das geht mir aber mir auf den Nerv. Das heißt wahrscheinlich, dass jetzt in diesem Zug das Ding kommt, oder? Wahrscheinlich heißt es das. Aber meine Lebenspunkte sehen gut aus. Ich müsste es aushalten können, wenn es kommt. Oh, komm schon, du bist auf einem Drittel runter fast. Du bist schon unter einem Drittel, oder? Unter einem Drittel. Du musst jetzt gleich in den roten Bereich kommen. Noch nicht ganz, okay. Jetzt kommt's, ja. Es waren 2 Züge dazwischen. Please, überlebt es. Oder dodge es einfach und block. Moment, Yashiro blockt das komplett weg. Was? Was? Wieso blockt Yashiro alles weg? Fällt mir gerade auf, wieso nett? Wieso blockt er alles? Das verstehe ich gerade nicht. Seriously, ich verstehe das gerade nicht. Warum? Hast du irgendwas, was ich nicht weiß, Yashiro? Nee, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich bin überrascht, dass der Drache Yashiro nichts anhaben konnte.
Feder mit Almighty noch mit Beast. Was keine Elemente sind, die man resistieren kann. I don't get this. Niki Dolaun. Okay. 400 Schaden. Und Tail. Ist okay. Alles gut. Ich hab ihn gleich. Nur noch ein, zwei Runden. Hätte ich anders angehen müssen, glaube ich, in Runde. Ich hätte mit Yashiro ein Heil-Item schmeißen müssen. Und mit Tsubasa die Waffen. Deswegen spiele ich jetzt auch die Runde über Safe. Es kann sein, dass ich ihn jetzt besiegen könnte, aber... Yashiro, der misst Yashiro. Ah, oh, Yashiro hat nochmal Schaden, okay. So, jetzt haben wir es aber, oder? Habe ich ihn jetzt im Sack? Müsste eigentlich. Oh, danke schön, ich habe ihn besiegt. Bitte keine dritte Phase. Bitte keine dritte Phase. Bitte. Nee, ich glaube, da hat keine dritte Phase mehr. Ich glaube, der ist hin. Oh Gott sei Dank. Ich bin erledigt. Ich will nicht mehr. はい、しんみりするのはそこまで。せっかく暗黒竜を倒したんだもの、今日は舞子さんのおごりで祝勝会よ。さすが舞子さん、太っ腹。
Itsuki, dou kashita? Nan demo nai. Kapitel 6, Fire Emblem, das Ende.